Servus zusammen und herzlich willkommen zurück in der Zombie-Apokalypse. So, ich habe mich jetzt hier nochmal ein bisschen. Was ist denn da schon wieder los? Ich höre schon wieder Zombies. Ich habe mich hier nochmal ein bisschen beschäftigt, habe hier noch ein bisschen Kram rausgelassen. Ach, sieh an, der ist noch gar nicht weitergelaufen. Naja, gut, das ist auch unerheblich. Und ihr seht schon, ich habe das Inventar ordentlich vollgepackt mit den Dingen, die mir am brauchbarsten erschienen. Hier ist natürlich immer noch jede Menge Zeug drin. Und da wird es auch erstmal bleiben. Interessiert mich gerade nicht wirklich. Ich habe einfach mal noch ein paar Sachen reingepackt, die ich brauchen könnte drüben an der Main Base. Und ansonsten auch einfach noch ein paar Sachen, von denen ich mir ein wenig Profit beim Trader erhoffe. Hey, der war nicht schlecht. Gut. Den haben wir schon. Dann schwinge ich mich mal aufs Moped. Und naja. Okay, ich würde jetzt schon ganz gern beim Trader vorbeifahren und ich denke, das mache ich auch. Wird wohl Sinn machen. Das Problem ist halt nur, dass der einfach noch nicht wieder aufgefüllt hat, denke ich mal. Dafür, also da waren wir ja gestern erst und ich schätze mal, die Dinge, die ich gerne hätte, die sind momentan vermutlich einfach immer noch vergriffen. Schauen wir uns den Haufen hier gerade mal an, aber das ist doch auch nur Kohle, oder? Ich habe jetzt nicht wirklich Verwendung für. Ja, ich kann es nicht mal mehr aufsammeln. Kohle, okay, völlig egal. Ich würde sagen, an der Stelle, ich schwinge mich mal zum Trader, mache einen kleinen Cut und dann sehen wir uns dort gleich wieder. So, Trader auf 12 Uhr. Dann, also leise Hoffnung habe ich natürlich schon, dass der jetzt vielleicht inzwischen schon wieder restockt hat. Also ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Alle 24 Stunden, denke ich. Aber ich weiß halt nicht. Ach, der hat noch zu. Ich weiß halt nicht, quasi. Ups, jetzt macht er auf. Das ist einfach immer wieder geil. Ich weiß halt nicht, ob der jetzt meinetwegen immer um 12 Uhr mittags restockt oder jedes Mal, wenn er seinen Laden eröffnet oder wie auch immer. Oder möglicherweise berechnet sich das quasi ab dem ersten Besuch, wenn man da jetzt irgendwie um 10 Uhr vormittags war, dass er dann immer um 10 Uhr vormittags restockt. Ich habe keine Ahnung, schauen wir mal. Vielleicht habe ich ja Glück. Tag Bob, dann schauen wir doch mal. Ich habe natürlich nur Interesse an den Dingen, die er nicht am Start hat. Ich sehe schon. Kein Schießpulver, kein Nitrat. Nee. Nichts zu machen. Schauen wir mal, ob er mir wenigstens hier die Hazmat-Sachen und die Mining-Helmets noch abkauft. Okay, ein bisschen was wäre ich hier schon nochmal los. Die Silver-Nuggets habe auch überhaupt keine Verwendung dafür. Also weg damit. Die Beaker können auch alle weg. Wow, die bringen aber richtig. Das waren jetzt fast 4000. Nicht übel, nicht übel. Kann ich sonst noch irgendwas hier loswerden? Ja, die Batterien behalte ich mal noch, falls ich mir doch noch mal ein bisschen Beleuchtung gönne. Ansonsten kann ich hier irgendwas noch brauchen. Schauen wir es gerade mal kurz durch. Okay, Bullet Tips nehme ich ganz gerne noch mal mit. Why not? Aber ansonsten, nichts wirklich Brauchbares dabei, muss ich sagen, an der Stelle. Ressourcen kann ich alles nicht brauchen. Keine Verwendung für. Nein, danke. 10 mm, die habe ich ihm doch. Nee, habe ich ihm die verkauft? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber ansonsten. Nee, nichts Brauchbares. Sehr bedauerlich. Gut, dann schwingen wir uns mal weiter. Jetzt habe ich zumindest wieder ein bisschen Platz im Inventar. Könnte man mal vielleicht noch irgendeine Hütte auf dem Weg zur Base mitnehmen? Base ist in die Richtung, okay. Wo habe ich den geparkt schon wieder? Sag mal, ich bin echt hier. Okay, hier ist auch alles voll. Ihr seht schon, hier habe ich die Kohle reingepackt und das Gunpowder, was ich noch hatte. Okay, die könnte ich ihm jetzt gerade nochmal versuchen anzudrehen. Das mache ich gerade nochmal schnell. Na gut, den Helm hat er mir zumindest noch abgenommen. Das passt schon. Und dann machen wir mal das Inventar noch so gut es geht. Leer. Naja, gut, mehr geht jetzt einfach nicht an der Stelle. Egal. Schauen wir mal, vielleicht findet man auch irgendwie eine kleine Hütte oder so, die wir auf dem Weg noch mitnehmen können. Und ansonsten schauen wir doch mal, was so passieren wird in der Folge. Ich lasse einfach mal auf mich zukommen. Ich habe mir jetzt keinen wirklichen Plan gemacht. Nächste Horde kommt ja bekanntlich an Tag 56 um die Ecke. Ja.
Meine Güte, also ich hab schon noch Ideen, so was diverse Bauvorhaben betrifft. Aber. Moment, das ist, glaube ich, Blei, oder? Naja, nehmen wir es gerade mal mit. Aber es ist halt so, die Alpha 15 ist halt jetzt auch wirklich schon komplett am Ende sozusagen. Also es ist ja gerade Ende März und was die Vöglein so von den Dächern zwitschern, scheint die Alpha 16 wohl Ende März, Anfang April irgendwann rauszukommen. Das ist jetzt natürlich nicht mehr hin, das nicht mehr lange hin und ja, dementsprechend, das lohnt sich einfach nicht noch irgendwie was Großes anzufangen, sondern das hebe ich mir lieber alles für die Alpha 16 auf, wo ich dann auch einfach ein bisschen anders an die Sache rangehen werde. Also so wie ich es eigentlich immer gemacht habe bislang, mir einfach so in den ersten 3, 4 Tagen hier irgendwie schön einen netten Spot in der Nähe der Hub City gesucht und da einfach eine fette Mainbase hinzimmern und das halt nicht wieder so machen, dass ich quasi meine erste Base so weit weg habe von der finalen dann. Also ich müsste auch, wenn ich den ganzen Kram, den ich da noch rumschwirren habe in der ersten Base, da müsste ich glaube ich noch 10-mal hin und her fahren, bis ich das alles umgezogen habe. Und das ist halt einfach, es ist einfach nervig. Muss nicht sein, nee, nee, ich vergnüge mich einfach noch ein bisschen hier in der Alpha 15. Vielleicht werden die Folgen auch ein bisschen länger, die letzten Folgen. Wir lassen es mal auf uns zukommen. Ach, idyllisch ist es schon, ne? Und ich tendiere dazu, auch in der nächsten Alpha dann doch wieder in einem grünen Biom zu bauen. Gefällt mir einfach doch irgendwie schon am besten. Das ist einfach schön hier. Am liebsten noch in der Nähe von irgendeinem Gewässer. Möglichst nicht zu weit von der Hub City entfernt, also schon in Fußreichweite, aber vielleicht am Anfang nicht direkt an oder in der Hub City. Mal schauen, wie sich's halt ergibt. Und ein ordentliches Schneebiom hätte ich natürlich auch sehr gerne irgendwo in der Nähe dann direkt. Das ist mir einfach, wie gesagt, mit der Nitratgeschichte noch nie so passiert. Okay, ich würde sagen, ich lade erstmal möglichst das meiste von dem Kram hier in der Base ab und schmeiße auf jeden Fall schon mal Schießpulver an. So viel wie halt geht. Siehst du, jetzt haben wir doch nichts mehr gelootet auf dem Weg, aber macht ja nichts. Was brauche ich denn am dringendsten? Das passt schon. Und dann schmeißen wir da unten mal die Chemiestation an. Ah, neue Pickaxe brauche ich auch, sehe ich gerade. So, Chemiestation. Da müsste doch jetzt ein bisschen was gehen. Gunpowder 350, sehr cool. Okay, das sieht gut aus. Dann, wie sieht es denn munitionsmäßig aus? Packen wir uns die Sachen gerade mal auf Tasche. Wie viel wird denn da rausgehen? 100 Schuss. Und Shotgun Shells habe ich auch schon knapp über 200. Und da ist das Gunpowder auch schon wieder fast komplett weg. Das ist schon eine harte Nummer. Na gut, ich sortiere gerade mal ein bisschen aus und dann mal einen kleinen Stadtspaziergang, würde ich sagen. Irgendwie sowas in der Richtung. So, da, alles ein bisschen umsortiert, einsortiert und so weiter. Und ich habe tatsächlich auch noch eine Treasure Map. Tada, schauen wir doch mal. Wo sehe ich das denn nochmal? Irgendwo kann ich das doch einsehen. Quests gibt es doch hier eigentlich irgendwo. Genau. 1,5 Kilometer. Will ich das in der Folge machen? Nö, ich glaube nicht. Wir bleiben mal ein bisschen bei dem Plan und machen einfach einen kleinen Spaziergang. Beziehungsweise eine kleine Spritztour durch die Stadt. See what we see. Und jetzt habe ich doch tatsächlich mal hier die 9 mm am Start, weil ich da einfach ordentlich Munition habe und die wird ja sonst auch tatsächlich nie benutzt. Tanken wir gerade mal ein bisschen nach. Zack, zack, zack. Und weg ist er. Dann drehen wir mal eine Runde, würde ich sagen. Ach nee, Moment, eine Sache natürlich noch. Die Landminen, die verteilen wir jetzt hier gerade mal außenrum. Nein, die sind jetzt nicht so wahnsinnig effektiv. Und ich sollte mir vielleicht auch merken, wo ich die ungefähr gesetzt habe. Aber wieso nicht? Wenn wir es haben, dann benutzen wir sie doch.
Gut. Ich meine, abgeerntet habe ich die Stadt ja schon größtenteils, zumindest die wichtigen Gebäude. Das ist längst passiert. Aber man könnte natürlich noch mal kurz schauen, ob irgendwas respawned hat. Das wäre vielleicht nicht die doofste Idee. Und diesen ollen Skatepark habe ich mir auch, glaube ich, noch gar nicht wirklich aus der Nähe angeschaut. Der war doch auch hier hinten irgendwo. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Hier mal links abgebogen. Okay, da waren wir vor nicht allzu langer Zeit schon. Schauen wir uns mal die Ecke hier quasi an. Alles nur Ruinen leider. Wo war denn der Skatepark? Ich meine schon hier ungefähr in dem Teil von der Stadt. Und vielleicht auch einfach nochmal kurz in so einen Shotgun Messiah reinschauen. Da, also für die Sniper Rifle hätte ich schon echt sehr gerne noch ein paar ordentliche Parts. Das wäre schon richtig cool. Aber bei meinem Lootglück, was ich bislang hatte, zumindest in den letzten paar Folgen, da gab es ja nicht wirklich das, was ich mir erhofft hatte. Jede Menge Bienen plötzlich unterwegs. So lange gar keine Biene und jetzt sind sie hier überall plötzlich. Naja, stört mich nicht weiter. So, die mal über die Flossen gefahren. Hier ist auf jeden Fall der Skatepark. Dann schauen wir doch da mal, werfen wir doch da mal einen Blick rein. Na, Doggy, der sieht mich gar nicht. Was ist denn da los? Ah, jetzt kommt er. Okay. Also loot-technisch kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier sonderlich ertragreich ist. Aber cool gemacht ist der natürlich schon. Wenn die Bande nicht immer so einen Höllenlärm machen wird. Ich find's ein wenig irritierend, Leute. Oh, das war aber nicht schlecht. Grünes Magnum-Teil, warum nicht? Lass mal Stargard mal rein. Noch ein Köterchen. Naja, das lohnt sich alles nicht. Das kann ich jetzt schon sagen. Da schaue ich doch lieber in den Mülleimer. Ist heute vielleicht... Ah, ein Kopf. Sieh an. Ist heute vielleicht mal Hundetag? Kann das sein? Das war nochmal ein Magnum-Teil in Blau. Okay, nice. Allein fehlt mir die Munition. Das ist das große Problem. Ein bisschen was für Pistolen-Skill tun. Ne, ich sehe schon, da bin ich ja noch blutiger Anfänger. Aber sie scheinen sich nicht darüber zu beschweren. Naja, nicht wirklich ergiebig hier an der Stelle, muss ich sagen. Aber einiges am Betrieb, das ist natürlich schon cool. Ja, vielleicht nochmal gerade ein paar Schädel spalten, wenn wir schon dabei sind. War ich da schon drin? Ich glaube nicht. Aber ich versuch's lieber mal von der anderen Seite an der Stelle. Doch gerade ein bisschen arg viel Betrieb. Und mit Munition bin ich ja nicht gerade gesegnet. Okay, ist das hier ein Messiah? Schauen wir gerade mal rein, ob da irgendwas respawned hat. Das wäre natürlich schon eine nette Nummer. Oh, yeah, geil. Okay, cool. Den nehmen wir aber gerade hier auseinander, noch den Laden. Schematik. Was war das? Okay, nett. Nett, da sage ich aber nicht nein. Lila Shotgun Barrel. Können wir uns doch noch ein bisschen upgraden für die nächste Horde. Und jetzt gerade mal Fingers crossed für Sniper Rifle Parts. Das wäre schon echt cool. Ah, SMG Receiver Snipe. Naja, könnte vielleicht ein bisschen besser sein als der, den ich drin habe.
ist natürlich schon ziemlich schrottig, was ich da an Qualität am Start habe. Okay. Scrap mal einfach mal ein bisschen was. Das kommt weg. Scrap. Einfach gerade mal ein bisschen Platz schaffen. Bierchen, trink mal einfach. Ist ja schon nach 4. Ist es nach 4? Nee, es ist 2. Na gut, egal. Nochmal die Schematik. Macht mir jetzt nicht wirklich glücklich, aber das ist natürlich schon sehr cool hier. Da kloppen wir gleich mal den Barrel rein. 410 jetzt, zumindest mal eine blaue Shotgun. Das gefällt mir. Hat sich ein bisschen gelohnt, würde ich sagen. Das ist schon in Ordnung. Ansonsten war es das auch schon wieder. Mit den Kisten hier, wie mir scheint. Da ist wahrscheinlich nur Müll drin. Naja, wobei, immerhin. Wobei mir das natürlich an Tag 54 auch nur ein müdes Lächeln abbringt. Murky Water, Nitrat, da ist halt einfach der Engpass so brutal, dass ich es tatsächlich behalte. Ach, das kann weg. Den Rest behalte ich mal. Kann ich ja direkt den Kofferraum kloppen. Dann schauen wir mal, dann hat ja vielleicht... Ich habe die, glaube ich, ziemlich zeitnah gelootet. Also nah aneinander zeitlich sozusagen. Und vielleicht habe ich ja Glück und der zweite Messiah hat auch schon respawned. Das fände ich jetzt nicht so verkehrt. Wenn wir uns da einfach für die nächste Horde nochmal ein bisschen upgraden können. So, das passt schon. Die sauf mal zusammen. Und weiter geht's. Die nehmen wir direkt. Leeres Inventar, auf zum nächsten Messiah. Moment mal, haben wir die nicht sogar markiert? Messiah, da oben, okay, ziemlich nah an der Base. Dann fahren wir doch da mal straight hin. Working Stiff bringt mir nichts. Außer möglicherweise Nailgun Parts, aber meine Güte, also da ich nicht mehr großartig zu bauen anfangen werde in der Alpha 15, ist das auch ziemlich hinfällig. Zack. Hihihi. Die Hupe ist einfach klasse. So, bin ich schon wieder dran vorbeigefahren, nehme ich an, oder? Ah, ne, ein Stückchen noch. Und dann hier links, da ist er auch schon. Kann mich jetzt auch tatsächlich mal wieder nicht dran erinnern, ob ich hier nicht vorletzte Folge oder so schon war. Sieht aber nicht so aus. Das sieht doch nicht so schlecht aus. Ja, echt eine komische Nummer mit den Bienen. Also habe ich die einfach nur nicht registriert die ganze Zeit oder haben die einfach zugenommen? Ein Schuss mit der Pistole. Ernsthaft. Fast den Eindruck, da haben sie irgendwie dran rumgeschraubt. Also es kam ja auch nochmal ein, zwei kleine Patches in der Zwischenzeit. Frag mich, ob sie da was verändert haben. Ich habe die Changelogs einfach nicht gelesen. Deswegen... Naja, wir nehmen mal alles mit. Ist zwar alles Schrott. Sieh an, da war ich noch gar nicht drin. Okay. Überwiegend natürlich Mist. Wie soll es auch anders sein? Daiwe. Widerlich. Ich nehme es trotzdem mit. Okay. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, die habe ich wahrscheinlich weggekloppt im Eifer des Gefechts. Die Kiste, die da normalerweise noch steht. AK-47. Und nochmal irgendwas für ein... Ach nee, SMG-Barrel, okay. Schau mal, was kommt weg? Die Scrap mal komplett am Stück. Pistol Barrel, ach, braucht kein Mensch. Können wir scrappen. Das kommt weg. Das ist ja echt hochgradig widerlich hier. Alles nicht brauchbar. Alles nicht wirklich brauchbar.
die behalten wir aber schon mal. Wenn mir die noch vergönnt wäre in der Alpha 15, die AK-47, dann wäre das natürlich schon eine ganz coole Sache. So, das war's auch schon wieder. Na gut, na gut. Schade eigentlich, nicht das, was ich mir erhofft hatte. Wie so oft in diesem Spiel. Okay, dann fahren wir noch ein Stückchen weiter. Gibt es eigentlich in diesen Parkhäusern irgendwas von Belang? Kann es mir fast nicht vorstellen. Wir drehen einfach mal eine Runde. Schauen uns das gerade mal aus der Nähe an, das Parkhäuschen hier. Gibt es hier eine Zufahrt? Naja, Schranke davor. Door A, deswegen parken wir doch hier gerade mal. Ich möchte nur einen ganz kurzen Blick hier reinwerfen. Na! Oh, 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 oh. Nicht cool, nicht cool. Sollte darüber nachdenken, mich zu verbinden. Und das vielleicht auch tatsächlich tun. Okay. Schauen wir doch gerade mal oben hoch. Okay, mehr in Autos gibt es hier viele, die auch richtig intakt sind. Also wenn man Mechanical Parts braucht und dergleichen, ist das natürlich schon eine coole Nummer. Aber ich glaube sonst... Abgesehen davon... Nee, das wird sich nicht lohnen. Nee, nee, nee. Na schön, ich fahre mal Richtung nach Hause und dann werden wir die Folge auch direkt zu Ende bringen. Sortiere das ganze Zeug aus. Werd mal schauen, womit ich mich nachts über beschäftige. Der Hirsch war gerade tatsächlich auf dem Felsen da oben. Naja, und dann schauen wir mal, wie es morgen weitergeht. Wir könnten mal Richtung Schatz fahren, denn das ist ja sowieso ein Gebiet, was ich noch überhaupt nicht erkundet habe. Das trifft sich natürlich ganz gut. Und dann schauen wir mal, was uns der Schatz so zu bieten hat, wenn wir ihn denn finden. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann schaltet doch beim nächsten Mal einfach wieder ein. Idabig freien. Bis dahin, macht's gut und adieu.